Wir haben uns ein Gadget gebaut, womit man unendlich lang auf dem Hinterrad fahren kann, ohne dass man es kann. Und heute erklären wir euch, wie einfach man das nachbauen kann. Ja, Mann! Also das Wheelie Cheat Device bei Eck ist richtig easy nachgebaut. Wir haben einfach hier hinten schon mal ein Rad, also erstmal vorab, wir haben einfach ein komplettes Airwheel genommen. Also das sind diese kleinen Teile, wo man sich draufstellen kann. Da hast du dann hier so ein Rad und du fährst dann auf einem Rad durch die Gegend. Ich blende das hier mal ein. Und das haben wir auseinandergebaut. Dann konnten wir schon mal hier einfach easy ein Rad einbauen. Das passt auch hier super dran. Das Kabel geht dann hier hoch. Diese Box hier haben wir einfach 3D gedruckt. Und die ganzen Elemente von dem Airwheel haben wir einfach hier auch quasi einfach reingelassen. Easy going, natürlich hier mit unserem Abus Productions Schriftzug, was auch einfach richtig edel aussieht. Ist natürlich nicht komplett in Gold, weil unser Stift leer gegangen ist, aber wir haben uns einen neuen geholt und das werden wir auf jeden Fall nochmal hier schön in mega geilem Gold auffüllen. Auf jeden Fall, hier in dieser Kiste ist verstaut einmal der Akku von dem Airwheel und da drin ist auch nochmal so ein, ja, wie so ein Regler, aber halt mit Gyrosensor eingebaut, der dann austariert, dass das Bike immer diese eine Position behält. Also das Bike steht dann quasi immer so. Das Ganze kann man dann auch einstellen. Dafür sind halt zwei Kabel in dieser Platine, die man einmal verbinden muss. Ja, das können wir auch eigentlich beim nächsten Mal zeigen. Schreibt einfach rein, wenn ihr Bock habt, das zu sehen. Die Kabel verbindet man und dann merkt sich das die Position, wo das Bike gerade steht. Und ich kann jetzt auch einmal zeigen, Moment, ich mache das Mikrofon dran. Andersrum. Begründer-Ding. Yes. Also ich kann das mal kurz zeigen. Wenn das Bike einmal aufgestellt wird, so, dann einmal, also wir sehen jetzt hier geht das Bike runter, ne? Knopf drücken. Und jetzt will das Bike nach vorne fahren oder halt nach hinten, je nachdem wo es ist. Aber dieser Winkel wird immer beibehalten. Und dadurch haben wir einfach voll die geile Wheelie-Funktion. Ihr habt es ja eben schon im Video gesehen. Ja, Mann! Also hier auch komplett professionell hier die Akkuanzeige. Finde ich auch mega. Aufladen kannst du das hier, easy going. Und natürlich hier, ich weiß nicht, ob man es sieht. Bamingong. Bamingong. Die mega edlen japanischen Reifen, ne? Ja, alles original, war also vorher auch schon drauf. Wahrscheinlich japanisch, oder? Hier steht Mars Rover drauf, ist aber halt so ein, das Modell heißt Airwheel X3. Keine Werbung, also ihr könnt egal was für ein Airwheel nehmen. Das ist halt ein relativ günstiges, was wir so gebraucht gefunden haben. Wie viel hat das Teil gekostet ungefähr? Ich weiß es gar nicht mehr. Boah, das ist so lange her. Mega günstig auf jeden Fall, ne? Also vielleicht ein Profi oder so. Ja. Und das BMX hat man sowieso irgendwo rumliegen. Ihr könnt auch jedes andere Fahrrad nehmen, was ihr wollt. Nur die Räder sind oft ziemlich klein. Deswegen kann man halt kein 26 Zoll Rad nehmen. Kann man, aber sieht halt aus wie Mist, ne? wie Schmutz, würde Monte sagen. Yeah, man. Ne? Und dann haben wir halt hier einfach noch ein paar Packs dran gemacht. Sodass wir dann, weil der Sitz halt ziemlich tief ist. Und wenn wir dann hier die Füße auf den Pedalen haben, ist halt schon ziemlich nah am Pupsi, ne? Und deswegen halt hier so Chopper-Style die Füße nach vorne, dann kannst du dann so easy, richtig geil eigentlich auf dem Hinterrad fahren. Goldene Griffe natürlich, mega edel. Genau, was wir auch noch vorhaben, jetzt am Samstag, also nächsten Samstag gehen wir wieder live um 19 Uhr und wir finden halt, das Bike müsste noch auf jeden Fall viel mehr goldene Elemente bekommen, ist ja klar. Und da würden wir dann einfach wieder, weil ihr da so Bock drauf hattet, auch schon beim Bobbycar, alle eure Namen draufschreiben mit einem goldenen Stift. Und wir denken einfach, das sieht dann wieder richtig edel aus, wenn hier einfach alles voll ist mit euren Namen. Oder? Würde mega aussehen. Auf jeden Fall. Richtig geil. Was gibt's hier noch zu sagen? Ja, also was auf jeden Fall wichtig ist, dass wir unseren Yamaha-Sticker auch noch planten. Stimmt! Sollen wir den jetzt schon draufkleben? Ja, klar. Einfach auf die andere Seite am besten, ja, auf ne? Der anderen Seite ist noch Platz, habe ich gesehen. Also auf der anderen Seite ist auch kein Abusa Productions Schriftzug drauf. Super Platz für den Sticker. Bitte? Mega Platz für den Sticker. Ja, man einfach hier so, ne? Ja. So, jetzt einmal abziehen. ASMR, warte. Oh,
Ah, Scheiße, ja. Richtig geiler Sound. So. Boah, der ist richtig groß. Der passt da vielleicht gerade so erst drauf. Ja, perfekt. Ja. So. Mega aus. Richtig geil. Zack. Ein heftiger Jamann-Aufkleber, Alter. Babäb! Sieht von der Seite auch gut aus. Ja, und hier dann überall mit goldener Schrift die Namen drauf. Das wird richtig geil aussehen. Also denk dran, Samstag live, 13 Uhr. Genau, folgt auf jeden Fall rein für das nächste Video. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt mal rein, was für geile Tricks wir damit machen sollen. Wir hatten schon was gehört, wie auf dem Sattel stellen, auf dem Hinterrad. Vielleicht kommt ihr noch auf irgendwelche geilen Ideen. Die machen wir dann in den nächsten Videos. Und bis zum nächsten Mal. Ja, Mann! Ja, Mann!